Die Todgeweihten sind zurück bei Let's Play Diablo 3. Mal wieder hier zurück mit dem Gregor Onk am Start hier irgendwie auf diesem komischen Friedhof, wo wir keinen Frieden gefunden haben. Aber auch dafür neue Skills. Und den Robert haben wir auch gefunden. Robert, was machst du denn auf dem Friedhof? Ein umherziehender Held. Gerade rechtzeitig, um mich zu beschützen, während ich die letzten Schmuckstücke einsacke. Wir machen halbe-halbe, ja? Das sieht vielversprechend aus. Haltet die Augen offen. Wenn ich gefressen werde, mache ich euch dafür verantwortlich. Mist. Ach so. Nichts. Alter, was für ein Drecksack? Du musst jetzt einen Grabschänder helfen, oder was? Ja, der will die Schätze tatsächlich haben. Guck mal, das ist mein neuer Skill jetzt gerade hier, Mann. Sieht nice aus, oder? Können wir mal. Ach, deine Kügelchen wieder. Ja, das ist jetzt ein bisschen was anderes. Deine ein bisschen was Neues. Ski. So, jetzt buddelt er da wieder ins Grab. Ja. Putz mal die Hydra hier weg. Die macht ihr jetzt schon. Da muss ich aber wegfliegen, ist so geil. Feier ich. Hm. So, hier ist der dicke Robert. Die Kügelchen sind nicht so ganz meins, der Schockimpuls. Ich weiß nicht. Ach, da liegt noch einer. Boah. So, weg. Jetzt kommen hier die nächsten. Ich wollte die einfliegen. Oh nein. Ich bin geliefert. Ach, Gravitus, du bist es. Hier Volkstriumph. Ist es. Ich habe es im Gefühl. Ui. Ja. Geil, doch halbe, halbe. Finde ich auch. Alter, nette Sachen bekommen. Seltener Beinschutz. Lohnt sich nicht direkt auf die Skills bezogen. Oh, so. Nee, lohnt sich auch noch nicht. Kommen Sie, Herr Walle. Okay, ja, du willst doch jetzt in dein Inventar sortieren. Ja. Mach mal zwischendurch. Der Robert. Danke, dass ihr mich beschützt habt. Hier ist euer Anteil. Ich suche mir jetzt die nächstbeste verlassene Taverne. Ich bin jetzt noch besser. Yeah. Cool, 34. Jetzt ebenfalls. Gretz, Gretz. Neue Rune für Meteor Sternenpakt. Geil. Ich habe ja zwischendurch schon mal so rumgeguckt, aber ich habe Sturm. Kann hier alles so lassen, wie es ist. Das bleibt alles so, wie es ist. Nice. Ja, kaltherzig ist gar nicht so schlecht, weil ich habe eh diesen Kälteskill. Boah, der Inventar ist bald schon wieder voll. Das gibt's doch nicht. 172 Vitalität. Die astrale Präsenz ist auch immer. Ja, lass ich so, leider. Also hier haben wir noch neue. Meteor. Mhm. Komm, ich mach mal den Sternpakt statt der Hydra. Oh. Sorry, wir machen ja so eine Mixtur aus Zeigen und Off und so, deswegen gehört das jetzt auch alt dazu irgendwie. Sorry. Aber ist halt so. Ja, ich guck so, auch die Arkanflut mache ich auch nochmal gerade. So, da haben wir die neuen Skills jetzt. Ich hab einen lustigen neuen Hut mit Pferdeschwänzchen hinten. Zeig mal. 76, da ist er. Ach, der ist aber ganz nice. Der ist zackig, ne? Kann man behalten. Gut, ich wünschte, ich würde mal. Boah, Alter, was ich für ein Mist hab wieder. Ich hab auch so viel Krempel. Da müssen wir eigentlich zwischen jeder Folge. Ich werf ein bisschen Scheiß weg. Nee, ich werf den nicht weg. Ach klar. Verkauf den auch später einfach. Ja, toll. Wie viel Kohle willst du brauchen? Ja, wir werden eine Menge brauchen zum Hochleveln. Ja, komm. Du hast doch gesehen, wie viel der Juwelier kostet zum Hochleveln. Ja, aber es geht. Ich habe ja immer noch 100.000. Echt? Ich habe nur 80.000. Ich will den Meteor mal ausprobieren. Du hast auch Kredite laufen bei Diablo. Oh, nice. So, komm lieber rum. Hm? Metzel mal ein bisschen mit. Warte mal. Metzel, 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 Metzel. Euer Grab wartet. Ach, gut, dann noch. Oh, das sind aber schöne astrale Gegenstände, die hier rumliegen. Was machen die? Nichts, ne? Doch, Astralenergie. Ach, die astralen so rum. Hier waren wir. Warte mal. Wir haben oben. Mappe mal kurz. Wir haben oben alles abgesucht. Wir haben alles abgesucht. Wir müssen hier raus. Aber wo müssen wir hin? Ah, unten rechts. Guck mal, unten rechts geht's noch weiter. Hä? Unten rechts von diesem oberen Teil. Ah, ja, da. Tatsächlich. Boah, krass. Hätte man schnell übersehen können. Ja, so ein kleiner Fitzel. In der Welt von Diablo 3. Und der kann meistens alles enthalten. So ein kleiner Fitzel. Wenn du den mal nicht siehst, dann kann man schon mal verzweifeln. Ich weiß nicht, wovon du redest beim kleinen Fitzel. Ich auch nicht. Wo läufst du denn hin, Alter? Wir müssen doch hier gehen. Du bist der Damage-Dealer. Ach komm. Du bist alleine hin. Was dauert immer so lange? Das sind so schöne Astral. Ach guck mal, der kleine Fitzel war's. Guck dir das mal an. Vorhof von Adelsruh. Und da müssen wir auch hin. Dahin führt uns die Quest.
Ich finde das ihr irgendwie nicht so geil. Ihr seid ein wahrer Künstler im Beseitigen also. Der Diener des Todes. Hm. Das ist aber nett. Wie meint ihr denn von uns? Ja, ihr. Oh, hier sieht's auch wieder böse aus, Alter. Richtig böse. Ein bisschen übel, ne? Ignoriert mich einfach. Ich warte hier drüben. Oh, und weiter geht's. Yeah! Also mit der Hydra gefiel es mir doch deutlich besser. Die können jetzt in diese Astralbomben rennen, ne? Wenn die jetzt da reinrennen, kriegen die auch, glaube ich, Schaden. Ah, das ist auch geil. Das gefällt mir ausnehmend gut, Saraza, alter Weggefährte. Hua! El Klumpo ist wieder da. Gewesen. Oh, kam der Meteor zu spät. Was will er denn? Was wollt ihr denn? Guck mal, was für ein Totenkörper da oben aus der Wolke rauskommt ab und zu. Ist voll lustig. Ach krass, ja, stimmt. Sieht echt heftig aus. Also grafisch ist es für so eine isometrische Perspektive immer noch ganz nice. Ja, ich jetzt kein Grafikkiller. Da müsste das Kamera drehen so ein bisschen. Ja, aber es ist halt immer noch, muss man sagen, schön gestaltet durch den zeitlosen Comic. Ne? Das stimmt. Und wenn der gleich auftaucht, ne? Oh, Vorsicht, warte mal, Vorsicht, ich muss eigentlich mal meine Skills ändern, Alter. Ich bin so nicht so zufrieden. Kümmer dich mal oben um den Monsterhaufen. Den hier. Walle, Walle, ja, Alter! Ja, eine Sekunde. Doch nicht mitten im Kampf, bist du bekloppt. Kommt dir nur zur Hilfe, glaub mir. Ja, unfassbar. Ja, warte ab. Okay, sie ist da. Jetzt geht's los. Ich mach dich fertig, Alter. Ich mach dir sowas von fertig. Ja, mach doch mal den hier erstmal platt. Ist down, ich hab den Boss. Alles gut, ich hab den Boss erledigt, Alter. Ja, das ist wunderbar, aber mach doch mal die Dinger platt, die gerade auf mich einschlagen. Ich bin ja, auch ich kein muss wieder die Hydra nehmen. Dann hilft die dir, wenn ich mal nicht kann. Ach, das war ja nicht hier. Alter, was für eine Grube. Da ist ein fettes Plump. Und hier oben ist so ein fettes Plumpsklo noch oben drüber. Und weißt du, was ich mich frage? Nee. Guck dir mal die vielen Leichen hier. Hier an, ne? Ach so, ja. Oh ja, wir gehen die ganze Zeit auf Leichen. Wir sind voll platt getrampelt alle, ne? Ja, also schöne Leichentextur. Ich frage mich, wie viele Leute haben in dieser Stadt gelebt? Ja, es war eine Millionenstadt. Ich glaube auch. Ach, guck mal, die Myriam. Quatsch du die mal an. Was war das? Das war Urzael. Und wer genau ist dieser Urzael? Urzael ist der Engel, der Maltaels Streitkräfte in Westmark befehligt. Ich vermute, dass ihr ihn verärgert habt. Gut, gehen wir zur Enklave. Ich muss sehen, ob Tyrael schon erfolgreich war. Okay, kehrt zur Enklave der Überlebenden zurück. Ja, würde ich sagen, machen wir ein Stadtportal. Ich muss zurückkehren. Ja. Ja. Wäre ratsam. Vor zu Fuß gehen. Huch, Quest beendet und jetzt kriege ich gerade noch einen Questgegenstand. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Warte mal, kann ich das überhaupt? Ach nee. Die bekümmernden Knöchel, die liegen jetzt natürlich in der Stadt. Geh mal ganz kurz zurück. Bin gleich wieder da. Tyrael ist angeblich ein Engel. Wonach steht euch der Sinn? Warum liegen die jetzt? Ach, deswegen. Vertrauter. Ja, habe ich ja öfter aktiv. Könnte sich lohnen. Aber die Intelligenz fehlt dann. Komm, ich verschipper das. 99, 126 Vitalität, kritischer Trefferschaden um 13. Ja, nehme ich mal mit. So, ich komme jetzt mal in die Stadt. Bis an die Zähne bewaffnet. Hast du die Zähne angespitzt gerade? Ja, habe ich gerade die Auszeichnung bekommen. Ja, aber sehe ich doch. Ich bin doch kein Vampir, Gregor. Ich bin doch kein Vampir. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Ah, das Verkaufen. Ey, sorry, aber ich muss mir angucken, was ich hier verkaufe, sonst kriege ich wieder auf den Senkel. Ich werde mich 100% schon mal vertan haben. Ja, das wird uns auch öfter passieren. Aber wie gesagt, wenn ihr Pro-Gaming sehen wollt, bitte schaut bei Leuten, die sich mit Diablo wesentlich besser auskennen als wir. Wir spielen ja zum Spaß. Schlimm genug, dass man es immer wieder erwähnen muss. So ist es im Leben. Ja. Das Leben ist auch sehr geil. Repetitiv. Mann, das ist manchmal hier eine Krux. Ja, ich bin auch immer hin und her gerissen bei manchen Sachen. Dann, ja, hin und her. Soll ich, es wie bei so vielen Sachen im Leben, ne?
brauche ich jetzt hier? Ach, da habe ich noch einen Sockel für den Beinschutz. Ach, komm, den verschepper ich. Huch. Mein legendärer Zauberstab ist einfach toll. Obwohl der beim Kälteschaden, beim Blitzschaden ist fast in dem Fall besser, ne? Weil ich... Den Schockimpuls werde ich jetzt sowieso ablehnen. Aber wir quatschen gerade die ganze Zeit ein, aber... Ach so, sorry. Nee, macht ja nichts. Der predigt da gerade nur irgendwas. Segne meinen armen Mann, ich bitte euch. Wir werden uns eh öfter mal reinsammeln. Ja, muss man mit leben. Bei diesem Let's Play. Magischer Speer. Leben. Ich brauche eigentlich nicht wirklich Stärke. Ich müsste ja eigentlich müsste ich ja so skillen, dass ich dich immer beschützen kann. Ja, wohl dann hättest du am besten eh den Paladin genommen, glaube ich, oder? Naja, gut, aber das wusste ich am Anfang vom Let's Play nicht. Außerdem, ich bin der Tank. Dann warte weißt mal, du, dass ich könnte also mal gerade entsockeln. Wie ging das nochmal mit dem Entsockeln? Einfach in den Entsockelslot da legen beim Juwelier. Ah ja, hier. 7500 für einen Edelstein entfernen? Ja, das ist teuer. Deswegen hatte ich auch ein bisschen weniger Zeug danach. Alter, ist doch völlig übertrieben. Weil ich die Hose überhaupt so lange? Sie sieht gut aus. Regeneriert Schaden und Bewegungsgeschwindigkeit. Aber egal. So. Okay, also aber das andere Ding. Mehr Vitalität. Nee, da habe ich weniger Vitalität. Habe ich da auch noch drauf. Huch. Beklunkert. Ja, das bin ich, munkelt man. Okay, nee, den jetzigen behalte ich auf jeden Fall. Boah, das ist schon geil, um 5% Abklingzeit und so. Das ist schon dickes Ding. Ja, was machst du, Gregor? Erzähl doch mal gerade. Ja, ich gehe gerade die Gegenstände durch und vergleiche gerade die Werte die ganze Zeit. 118 Stärke. Zack, zack, zack. Regeneriert Leben. Ich bleib mal bei Leben regenerieren einfach. Zweihand brauche ich sowieso nicht. Finde ich super. Muss ich auch. Muss der ja dann zur Seite stehen können und möglichst lange im Kampf aushalten, um Aggro zu halten. Und das an der Frontlinie. So, die brauche ich nicht mehr. Was machst du da? Ich habe mir einen kleinen Begleiter gebaut. Ach so. Diesmal einen Arkan. So, 19, plus 19 Erfahrung ist auch gut. Beide haben einen leeren Sockel. Ein Mojo brauchen wir beide nicht. Zweihand. Ich will weiter. Warte. Regeneriert 4 Leben. Warte auf der anderen Seite. Ach, hier müssen wir ja eh nicht mehr hin. Wir müssen ja quatschen. Ja, warte mal. Achso, nee, wir haben noch abgeschlossen da gerade, genau. Ja, wir aber müssen warte jetzt mal, mit Tür rein und so. Ich bin eh gleich durch. So. Richtig, was mit den Leuten? Hallo. So, 77 Stärke. Wer ist das? Ich heiße Bryson. Lass ich mal weg. Ich war in einem Keller gefangen. Dann schmeißen Rest mal in die Kiste. Kann man identifizieren nochmal? Nun will er nicht mehr weg. Ihr habt sein rechte Leben Maustaste. Gerettet. Seid ihr dadurch nicht für ihn verantwortlich? Nein. Ich bin für mich selbst verantwortlich. Doch ich habe beschlossen, Hedrick zu helfen, um mich bei ihm zu bedanken. Ich habe dir bereits gesagt, dass du von meiner Schmiede fernbleiben sollst. Kritischer Trefferschaden um 31 erhöht, plus 51 Leben pro Treffer. Geil. Ja, das sind meistens die besten Sachen, die du identifizieren musst. Mhm. Definitiv. Plus 24% Gold von Gegnern. Kritische Trefferschance um 2,5, regeneriert 33 Leben pro Sekunde. Ich glaube, mein jetziges cool. Ding ist besser. Auge von Etlich. Das ist ja nice. Pass auf. Geh doch mal ganz kurz an die Kiste. Dann hau ich hier den Krempel. Schillernde Träne. Ich weiß nicht, was bringen diese schillernden Tränen? Ich weiß es einfach nicht. Warte mal, ich bin hier gerade... Ach, Handwerker brauchen das, glaube ich. Ach, interessant. Was denn? Ich bin hier gerade bei dem Templer. Den stillen Begleiter, den man sich ja organisieren kann, noch theoretisch. Oh, hier ist die Kane-Krone fliegt hier rum. Ihr habt keine unidentifizierten Gegenstände, ach so. Die Verzauberin ist auch hier noch und so. Kennst du die noch? Die Verzauberin? Ich weiß noch, ihr habt einen Wegbegleiter. Für euch. Ja, genau. Ach so, warte mal. In Westmark geht es wieder bergauf. Ich habe noch ein Bein, einen Lendenschutz im Sockel. So niedergeschlagen zu sein. Oder zumindest zu eurer gewöhnlichen Niedergeschlagenheit zurückkehren.
Geschicklichkeit. Ich bin nicht niedergeschlagen. Es ist schön, euch wiederzusehen. Auch wenn es scheint, dass wir uns jeweils nur unter den denkbar ungünstigsten Umständen treffen. Aber andererseits wären wir uns sonst wohl nie begegnet, nehme ich an. Ja, ich kann es jetzt, ja. Stimmt, das war ja nur im Offline-Modus. Ne? Ich habe gerade, was? Was denn? Hm? Wollt ihr gerade mit der flirten, oder? Wir müssen hier flöten? Raus. Am besten im Morast verstecken. Irgendwo. Hauptsache weit weg von irgendeiner Stadt. Im Morast verstecken. Okay. So, da oben geht's weiter. Da oben ist die Queste. Ja, Tyrael müssen wir mitsprechen. Oh, da bin ich mal gespannt. Der hat nie gute Botschaft. Warte, wir müssen vorher was machen. Der Tod wird alle holen. Schaut, der Splitter wandelt sich. Maltael verändert den Stein irgendwie. In der Tat. Er hat die Kraft der Seelen Westmarks gesammelt, um den Seelenstein zu verändern. Doch ich begreife seine Absichten noch immer nicht. Er tötet alles und jeden. Viel mehr braucht ihr doch gar nicht zu wissen. Wenn wir ihn aufhalten wollen, müssen wir wissen, was er als nächstes tun wird. Oha. Das hat Urzael getan, um die Seelenernte Westmarks zu Ende zu bringen. Urzael, es ist an der Zeit, dass er stirbt. Wo ist er? Ich weiß nur, dass er sich in einem Turm irgendwo im Adelsviertel befindet. Und dass er nicht besonders freundlich sein wird. Bevor ihr aufbrecht, um ihn zu töten, solltet ihr an meinem Wagen Halt machen. Ich kann euch ein paar Gegenstände verzaubern. An meinem Wagen hat ihn Ford Fiesta, oder was? Ja, die so. Macht viel Party. Oh, okay. Gott. Ein paar Gegenstände verzaubern. Nee, will ich jetzt nicht. Nee, wir ziehen jetzt weiter. Nein. Das ist doch ein Teil vom Add-on, Alter. Das ist doch neu. Ja, aber das machen wir an, weil wir sind hier nur die ganze Zeit wieder am Rumhödeln. Hier, verzaubern gab's vorher noch gar nicht. Transmogrifizieren. Die Verzauberin, konntet ihr das doch auch machen. So, huch. Steigern okay. Der Wahrnehmung. Was kann ich denn jetzt reinpacken? Verzaubern. Ich probiere mal einfach. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ah. Okay, einen Gegenstand aussehen lassen wie einen anderen finde ich jetzt nicht so. Nee, aber ersetzbare Eigenschaften finde ich ganz geil. Ach, guck mal. Ja. Man kann das lernen. Adept. Großmeister. Komm. Mögliche Werte. Ah, komm mal. Was macht Transmogrifizieren? Verzauberung für Handschuhe freigeschaltet. So aussehen wie ein anderen. Okay. Aha. Ungewünschte Eigenschaften. Kann ich die einfach ins Inventar ziehen oder was? Unerwünschte nee. Eigenschaften durch einen neuen ersetzen. Das ist eigentlich ganz geil. Die Mystikerin muss mindestens Stufe 7 sein, um einen Gegenstand verzaubern zu können. Oh. Die Mystikerin kann nur legendäre oder seltene Gegenstände verzaubern. Die kann ja gar nichts. Doch, kann sie wohl. Ja, die gelben. Und die dafür Lieder, brauchen wir jetzt auch die schildernden Tränen. Das gab es doch vorher auch, das haben wir noch nie gemacht, oder? Nee, die Mystikerin ist hier neu. Die gab es vorher nicht. Ja, aber da gab es doch andere Sachen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja, das ist zu lange her, sorry. Nicht in der Richtung. Huch. Mindestens Stufe 9 sein. Oh, nice. Okay, das werden wir später bestimmt mal mitnehmen, aber jetzt ziehen wir dann einfach mal weiter, oder? Eigenschaft austauschen. Das ist ja interessant. Wir können Eigenschaften austauschen. Ja. So, alle Ressourcen kannst du. Finde ich aber eigentlich ganz gut. Kostet dann auch diese komischen dämonische Essenz und die andere Essenz und bla bla bla. Davon haben wir noch nicht so viel. Ach, krass. Was denn? Hat sich jetzt nicht unbedingt so gelohnt. Was hast du gemacht? Ich kann mir jetzt noch eine neue Eigenschaft auswählen. Du kannst Eigenschaften austauschen. Das ist ja interessant. Das ist ja ziemlich geil. Und guck mal hier, wenn jetzt ich das... Jetzt habe ich getötet, mal, Gegner werden. Das ist jetzt nochmal ein Test. Wenn ich das hier mache, die Mystikerin kann nur Gegenstände aus Diablo 3 Reaper of Souls verzaubern. Das ist ja interessant. Also nur Gegenstände werden verzaubert, nichts anderes. Die gab es vorher also definitiv nicht. Ich probiere noch was aus. Mindestens auf Stufe 10. Mann, jetzt reicht's aber. Also komm. Plus 9 mehr Gold von Gegnern. Ich hab jetzt noch was aus, ein bisschen rumprobiert. Das reicht jetzt auch. Mehr müssen wir, glaube ich, nicht machen. Ich habe jetzt einfach Gold von Gegnern genommen, weil Erfahrung ist eigentlich sinnvoller, ne? Erfahrung ist super.
Gold von Gegnern braucht man nicht unbedingt. Ja, obwohl jetzt gerade gucke ich auf meinen Kontostand und denke schon. Ja, ich habe wieder 103.000. Ich hatte vorher wieder viel weniger. Also das ich habe nur 96.000, damit ich alles bearbeiten kann. Was die? Auf wie warst du hochgelevelt? Giftwiderstand. Auf wie warst du hochgelevelt? Ich habe die nur auf 3 hochgelevelt. Auf 7. Okay, dann verstehe ich. Da Giftwiderstand kann ich zum Beispiel austauschen. Aber das lohnt sich noch nicht, Alter. Ist zu teuer eigentlich. Radius von Haikugeln, na toll. Ja, das ist teilweise, naja. Alter, die Alte frisst die Kohle. Wenn man die auflevelt, frisst die einfach die Kohle wie nichts Gutes. Ja. Das ist echt, zu krass. Komm, ja, das war jetzt, also man hat es jetzt gesehen mit dem Verzaubern. Ich würde sagen, aber weil wir jetzt so viel rumgedasselt haben, spielen wir jetzt, obwohl wir schon die Folgenlänge voll haben, noch ein bisschen weiter, oder? Okay, ich finde es cool übrigens, dass es das gibt, muss ich ja sagen. Aber es ist, glaube ich, interessanter für die Leute, die es wirklich intensiver spielen und mehr Geld haben. Ja, und vor allem lohnt es sich eigentlich, glaube ich, nur bei legendären Gegenständen. Bei den Kosten. Alter, das hier ist die Hauptstadt, wer will denn da wohnen? Ich habe gehört, die Mieten sind jetzt günstiger geworden. Alter. Ja, definitiv. Komm, Hydra, unterstütze mich im Kampf. Wäre ich dem Inferno auch nur einen Moment länger ausgesetzt gewesen, wäre ich mit Sicherheit gestorben. Ja, ja, komm. Quatsch keine Opa an, wir haben zu tun. Alter, komm mal her, komm mal her. Oh, Oh, Alter Schwede, das. Oh, hinter uns. Alter! Warte, jetzt wird's interessant. Alter, okay. Ich komme. Superfähigkeit, jetzt wird gebrutzelt. Ist down. Was hat's denn mit dem käuflichen Heldentum auf sich? Das habe ich von auch bekommen und weiß aber immer noch nicht, was es heißt. Neues Wissen haben wir. Ach, jetzt wieder weg. Naja. Wir wollen nichts wissen, wir bleiben doof, ne? Das verstehe ich nicht. Oh, der ist krass. Oh, das sind blaue. Vorsicht. Blattbomben schützen sie nicht ohne. Stirb! Scharmützel mit der Speer, Alter! Was? Ich habe eine legendäre Waffe gefunden. Warte mal kurz. Das muss ich gerade noch klären. Ich hab Angst. Boah, was denn? Schade, das ist die Geschicklichkeit. Aber sieht bestimmt cool aus. Zieh mal an gerade. Guck mal hier, nice. Einfach nur mal kurz zum Zeigen. Warte, jetzt mal gerade. Oh, ich bleib auf. Oh, hast du auch was Schönes gefunden? Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das nehmen soll. Oh, also gerade voll geleckt. Was sind denn das für Hundis hier immer? Ganz schön viele Hundis. Hundi! So, der wäre auch. Die my heart. Okay, Achtung hinter uns. Alter. Habt ihr gerade ein Problem? Warte, jetzt aber. Okay, adios. Bam. Alter, gegen deine Magie kommt keine Sau an. Nee, die hauen wir echt um. Vor allem der Skill ist halt atomar mega krass. Du, Sarazar, deine Moves sind voll Magic. Also eine Skill ist einfach so overpowered oder kommt mir das wieder so vor? Ja, das ist so krass, ne? Aber der hat dann eine extreme Abklingzeit, den muss man weise einsetzen. Das kommt mir vor, als wäre es von der Stadtreinigung. Ich warte immer noch. Oh. Jetzt wird es interessant. Vorsicht, hier unten ist ein Freund. Oh, ich muss hoch. Du bist tot? Nee, ich muss hoch. Alter, der ist stabil. Ah ja, die Hydra kommt auch noch. Den machen wir. So. Boah, du kriegst das die ganzen war's. Kills. Ich habe keine Schnitte mit meinem Mini-Damage. Aber ich rette dich. Ich glaube, so wenig Damage machst du auch nicht, wenn du die Wolf-Skills und solche Sachen nutzt. Der macht schon viel Schaden. Ja, mach ich ja auch, aber gegen... Oder also dieser gegen Wirbel. Gegen deine Magie, also du fegst ja nur so weg. Ja, ich glaube, ich habe ja, also, dann werden natürlich viele sagen, Sarazar, du hast den voll verskillt. Aber ich bin eigentlich happy, Alter, mit der Skillung. Genau. Ja, ganz ehrlich.
Was bringt's denn noch? Willst du ihn in einer Nanosekunde schneller tot machen? Ich mag einfach diesen Skill hier, der ist einfach super. Der ist geil, der ist super. Die Desintegration hier, dieser Flammen-Power-Ding, weißt du? Und die Hydra nebenbei noch, die dann auch noch aufräumt, weißt du? So ein paar die Leute an, die sich klein wegnäht. Aua, der hat mich gerade voll gefressen. Boah. Hat er dich im Mund genommen? Wie geil, ja. Daraufhin wurde er zersetzt. Oh, oh, Heiltrank, Heiltrank. Ein guter Gladius. Ich habe noch 61 Heiltränke irgendwie. Was ich habe auch extrem viel, 51. Cool. Noch ein Gladius. Was denn? Oh. Was machst du denn schon wieder? Ihr bewegt euch schneller, eure Gegner werden von einer gewaltigen Energieexplosion getroffen. Aha. Passiert immer sonst nur RL. Erzähl mal. Hast du eine Geschichte noch aufzutischen? Ja, wenn ich Bohnen esse, bewege ich mich schneller und meine Gegner werden von einer gewaltigen Energieexplosion getroffen. Oh. Oh. Niemand entkommt dem Tod, sagt er. Ach so. Ja, dann also er auch nicht, oder was? Nee, das ist ja bei deinen Bohnen, wäre ich mir da nicht so sicher. Ich muss mal meinen ersten Skill tauschen. Der Maltael denkt ja, er ist ja tot, ne? Der denkt ja, er ist selbst der personifizierte Tod. Mal den Stromschlag und den gegabelten Blitz. Zack. Du hast sie? Kurz Finger schnacken. Ja, Stromschlag, gegabelter Blitz, alles geht. Ich komme. Lauf nicht voraus, Magier. Oh. Wie kann es eigentlich sein, dass wir uns hier so schnell durch Akt 5 durchschnitzeln? Na, das wird noch schwer, warte mal. Ist doch schon geboren und down. Schon wieder. Singen beim kleinen Begleiter. Ach, vergesse ich immer. Denn? Wo bist du denn? Hier vorne, direkt neben dir, Alter. Ach so, dann ist er gut. Du bist so klein, ich sehe dich gar nicht, du Wichtelmann. Ja, aber du siehst ja meine Leuchten. Ach, alles tot. Alter, was lassen die denn alles fallen? Ah, ja, so gute Drops, ne? Ja. Also der Drops ist noch nicht gelutscht. Lustigerweise musste ich genau an den Spruch denken. Oh Gott. Wir hängen zu viel miteinander ab einfach, Alter. Ja, tut mir leid. Aber es gibt Schlimmeres. Ja, gibt's. Tatsächlich. Nicht vieles. Hunger ist tot in Afrika. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Niemand kann dich aufhalten. Du lässt die ganzen Truhen alle offen, ne? Ja, weil du die eh öffnest. Du bist doch der Looter King, Alter. Ja, ja, weil du da dran vorbeiläufst und dann lass ich dich halt laufen. Ja, deswegen. Man muss sich ja immer frei laufen lassen. Ich sammle dann immer ein. Das schöne Zeugs. Und Gedönsel und so weiter und so fort. Und Pipapo. Pipapo etc. pp. Oh. Fortlaufend. Hier ist ein Tor. Hm? Hier sind wir wieder zurück. Ich würde sagen, wir machen hier mal ein kleines Folgenpäuschen. Denk denn auch, niemand kann uns aufhalten. Hier ist voll schön, hier kann man voll gutes Picknick machen. Kann uns aufhalten. Wir müssen, glaube ich, nach Süden. Da geht's nach unten. Ein Riegel, ein Schokoriegel. Ich sag nicht die Marke, damit ich hier nicht wieder Schleichwerbung. Also ich hätte es gern Snickers. Oder ein Twix. Oder ein Mars. Ist mir egal. Ich nehme alles. Soll ich mal sagen, was ich habe? Probleme. Nee, sage ich nicht. Okay, nee, sag mal. Was isst du denn gerade? Was ist denn dein Lieblingsschokoriegel? Das werde ich dir gleich im Endscreen erzählen. Ach so, da bin ich gespannt. Ja, also mein Lieblingsschokoriegel ist... Boah, das ist echt schwer, ne? Ich glaube, es ist tatsächlich... Schwer. Also Twix ist es oder Mars-Eis. Mars-Eis toppt alles. Oh, Mars-Eis ist nice, aber auch so ein Snickers ist auch nice. Snickers ist auch es gibt geil, aber auch so wunderbare Riegel zum Beispiel. Alter, der Karamark, was es nicht alles gibt. Ja, ich weiß gar nicht. Tolle Sache. Welchen Riegel isst du denn gerade? Weißes Twix. Ein weißes Twix? Wie sind die weißen? Ja, die sind ganz lecker eigentlich. Ein bisschen süß, aber sind okay. Oh, geil. Müsste ich mal probieren. Ich habe oben noch kleine Osterhäschen aus Schokolade und so. Das ist ja, ist auch okay. Kann man sich auch mit abfinden. Ja, aber ich esse die nicht. Die sind für die Deko. Naja, ist der beste Endscreen ever. Muss ich mal sagen. Welche Schokoriegel esst ihr denn? Schreibt schon mal. Vor allem bei Diablo 3 mit so richtigen Killer-Kreaturen. Das ist der Endscreen für euch von uns. Geil. Bis dahin, liebe Freunde. Hardcore Bounty. Bounty ist auch geil.